Das ist ein Blazer. Er ist der Frauenversteher schlechthin. Wenn ich eins gelernt habe in den letzten 10 Jahren, Frauen musste nicht verstehen, die musste lieben. Er weiß, wie Frauen ticken. Wenn einer Frau was nicht gefällt, dann sagen die das nicht. Dann machen die Geräusche. Oh. Und die gucken auch so geil dabei. Er weiß, wie Frauen denken. Aber jetzt gibt es ja eine Theorie weltweit bei allen Frauen. Schwarz zieht den Staub an. Also bei dunklen Möbeln ist das, glaube ich, generell so. Okay, na, da staubt es doch immer so viel. Die sind immer so schnell eingestaubt. Ja, es ist Staubfänger. Deswegen keine schwarzen Möbel. Liebe Frauen, wenn das wirklich so wäre, warum nimmt ihr nicht einfach eine schwarze Schüssel und stellt sie in der Ecke? Ihr müsst nie wieder wischen. Und er kennt ihre dunklen Seiten. Sag, Mäuschen, mach hin, Mensch, unser Flieger geht, wir verpassen das Flugzeug. Schiebt ihre Handtasche durch und dann war vorbei. Liebe Männer, nehmt euch die Zeit. Nehmt, guckt auf den Monitor, was Frauen in der Hand hat. Das glaubst du nicht, was da drin ist. Ich habe eine riesige Handtasche dabei. Spiegel, Kamm, Lippenstift, Portemonnaie, MP3-Player, Handy. Also da kommt immer das rein, auf das man gerade Lust hat. Ich glaube, das ist, da gibt es kein System. Alles mögliche, ja. Ohrringe sind drin. Lippenstift, ne, eigentlich meine ganze Kosmetiktasche. Ob man noch einen Schal mitnimmt, noch ein Jäckchen. Ein Frauenmagazin. Teilweise sind da Rolltreppen eingebaut, damit der Scheiß von unten nach oben kommt. Eine Jacke. Noch eine für abends, weil wird ja kalt. Zweites Paar Schuhe. Müll auch. Heute Morgen habe ich eine Nadel zum Ei anpieken gefunden. Lipgloss. Noch mehr Lipgloss. Das ist der Wahnsinn! Er versteht die Frauen wie kein anderer. Auch wenn Frauen Probleme haben, wenn die Probleme haben, nach Hause kommen, wollen die keine Lösung. Die wollen nicht, dass du da stehst und die wollen, dass du zuhörst, dass du einfach da stehst und sagst. Oder Jans Fresse halten, einfach nur mit dem Kopf nicken. Die Bartherapie geht weiter. Mario Bart. Männer sind peinlich, Frauen manchmal auch. Die neue DVD und Blu-ray jetzt überall.